Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Hier spricht Benjamin Skupski aus Grünstadt. Guten Tag. Boah, wie unfair, der hat ja viel mehr als ich. Diesen Satz hört man immer mal wieder gerne von Kindern. Und es wirft für mich zumindest die Frage auf, was ist denn eigentlich gerecht? Wenn jeder gleich viel bekommt? Wenn jeder so viel bekommt, dass er die gleichen Chancen hat? Wenn jeder das bekommt, das er sich verdient hat? Der Vater aus dem Gleichnis, was gerne mit dem verlorenen Sohn betitelt wird, muss sich auch dieser Frage stellen. Denn sein älterer Sohn findet es eben nicht fair, dass er sein ganzes Leben hart gearbeitet hat, seinem Vater immer gehorchte und sein jüngerer Bruder scheinbar noch dafür belohnt wird, dass er ein Drittel des Familienvermögens verschleudert hat. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Jesus erzählte ein Gleichnis von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Der Jüngere fackelte nicht lange und bat seinen Vater, der offensichtlich noch lebte, um seinen Erbteil. Auch für unsere Ohren dürfte es klar sein, das war ein No-Go. Denn ein Erbe bekommt man in der Regel erst dann, wenn jemand gestorben ist. Damit nicht genug, denn der jüngere Sohn hat scheinbar keinerlei Sinn fürs Haushalten und hat gefühlt so schnell, wie er sein Erbe bekommen hat, es auch schon wieder aus dem Fenster geschmissen. Als er buchstäblich richtig im Dreck sitzt, mittlerweile ist er Schweinehüter und völlig pleite, erinnert er sich, wie gut er es doch bei seinem Vater gehabt hatte. Dass selbst jeder Diener mehr als genug hatte. So macht er sich zurück auf den Weg nach Hause, zu seinem Vater, in der Hoffnung, dass dieser seine Entschuldigung annimmt und ihn zumindest als Diener einstellt. Aber das Gleichnis nimmt einen unerwarteten Verlauf. Denn nicht nur vergibt der Vater seinem jüngeren Sohn, er feiert aus lauter Freude ein riesiges Fest und nimmt ihn wieder vollständig in die Familie auf. Während die Party schon ordentlich im Gange ist, kommt auch der ältere Sohn von der Arbeit nach Hause. Er ist so wütend, dass er nicht mal ins Haus gehen will. Als sein Vater zu ihm rauskommt, platzt es aus dem älteren Sohn heraus. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. In diesem Gleichnis macht Jesus einiges über Gottes Gerechtigkeit deutlich. Sie ist ungerecht, denn Gott ist so gnädig, dass er jeden von uns aufnimmt, wenn wir zu ihm zurückkommen. Egal, was wir verbockt haben, er ist barmherzig und heißt uns in seinen liebenden Armen willkommen. Gottes Liebe ist ein Geschenk, 100%. Wir können uns diesen nicht durch frommes und religiöses Verhalten verdienen. Allein in einer Beziehung zu Gott finden wir Erfüllung. Wir beten. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe, die jedem Einzelnen von uns gilt. Hilf uns, aus den Sackgassen unseres Lebens zurück zu dir zu finden, wo wir durch materielle Dinge uns Erfüllung suchen, wo wir durch unser frommes Verhalten uns deine Gnade verdienen wollen. Bleib unter dem Segen Gottes, heute und jeden Tag. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.